Wir betreten jetzt hier das Blue Ribbon. Sie haben meine Witterung aufgenommen. Wenn ich das Mädchen nicht bald finde, wird dieser ganze Job umsonst. War dieser ganze Job umsonst. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Haben wir schon geklärt. Oh, wir haben ein paar Salze. Macht ihr das auch so, wenn ihr irgendwo zu Besuch seid? Erstmal alle Schränke... Jo, was geht ab? Erstmal alle Schränke durchsuchen. Oh, ich habe mir erstmal hier ein Schnäppchen gegönnt. Leute. Weiter geht's. Hicks. Ah ja, jetzt haben wir hier wieder diese Filme. Solltet ihr für den Livestream gute Musik haben, die ihr dann dort hören wollt in den Pausen und sowas, könnt ihr mir da die auch einfach zum Beispiel auf Facebook schicken. Habe ich ja vorhin schon gesagt, www.facebook.com/marvzockt. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht schicken mit dem Link und dann schaue ich mir die Playlist einfach mal an und baue das irgendwie in den Stream mit ein. Ein Postfach für Fanpost habe ich noch nicht, aber lässt sich sicherlich irgendwie einrichten. Die beste Kommunikation habt ihr natürlich, wie schon gesagt, auf Facebook. Da chatte ich auch immer mal wieder mit den Leuten. Aber das Beste ist immer, mir irgendwie eine Nachricht zu schreiben. Darauf antworte ich alles. Das ist kein Problem. Wenn du nichts schicken kannst, dann schreib mir einfach eine Nachricht. Da gibt es irgendwo auf Facebook so einen, auf meiner Seite irgendwo so einen Link. Und dann kannst du das schicken. Kannst auch mal nach Marv Zockt suchen selber bei Facebook. Da habe ich auch ein Profil, wo ihr mich als Freund hinzufügen könnt. Da können wir dann auch noch ein bisschen reden. Vor allem ist die Facebook-Freundesliste quasi unendlich und alle anderen dauern. Also gerade Steam zum Beispiel ist schnell voll. Origin auch. Mich hat jetzt letztens einer geedit in Origin, der hatte zum Beispiel selber eine komplett volle Freundesliste und den nehme ich jedes Mal an, aber Origin lehnt die Einladung dann natürlich ab, weil derjenige eine volle Freundesliste hat. Also das muss man natürlich immer noch berücksichtigen. Wir haben Gesellschaft. Kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Das sind die beiden Kollegen, die wir gesehen haben, als wir die Stadt betreten haben. Oh, hier, Zigaretten. Minus Gesundheit plus Salz. Nee, ich will keine Zigaretten rauchen. Aber hier, das ganze Geld nehme ich mit, was ihr irgendwie habt rumliegen lassen. Leichtsinnigerweise. Ich lasse noch ein bisschen... Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. My Lady. Ich lasse jetzt einige Sachen noch liegen, weil vielleicht kommen wir ja nochmal vorbei. Und die brauche ich dann einfach nochmal. Schild. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Okay. Jetzt haben wir noch ein Schild, das ist gut. Wir haben die ganzen Sachen gut in die Spielwelt eingebaut, finde ich. Da hat man auf jeden Fall das Gefühl, das stimmt schon so, wie sie das einem da erzählen wollen. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich! Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Hallo Montrey, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir spielen hier Bioshock Infinite. Kein GTA, wie im Chat angenommen wird. Ja, krass, ey. Es geht hier ab. Und jetzt?
gehe nach Monument Island und finde das Mädchen. Wie komme ich nach Monument Island? Wo muss ich entlang? Hier ist schon richtig, aber hier kann ich nicht rüber. Um dich an einem Frachthaken festzuhalten, siehst du ihn an und drückst Leertaste. Aber wo? Wo ist denn der Frachthakenhaken? Ach, da oben. Wow! Der Haken muss magnetisch sein. Offensichtlich, ey. Und jetzt? Toll. Ich würde jetzt hier gerne wieder weg. Von einem Frachthaken zum nächsten springen, siehst du ihn an und drückst wieder Leertaste. Da muss ich jetzt hier... Ja, ist klar. Und zum nächsten und oh, hier. Skyline-Angriff. Guten Flug. So, jetzt können wir das Maschinengewehr mitnehmen. Auf jeden Fall eine bessere Wahl, finde ich. Sammle ich die ganze Munition ein. Ich darf nicht vergessen, im Moment schieße ich immer so aus der Hüfte sozusagen, dass ich mit mittlerer Maustaste den Zielmodus aktivieren kann. Sonst mache ich das immer mit rechter Maustaste, aber da wir jetzt eine zusätzliche Fähigkeit da drauf haben. Was war das? Hinterher! Kollege! Oh, das war nur der Hut. Na, ist hier noch einer? Euer Lamm will ich gar nicht haben. Wo hat denn der andere geschossen? Und wo schießt denn du? Da oben, das leuchtende Licht. Einfach mal draufhalten. Ach, das ist wieder so ein Automat hier. Danke, Axt. Dann werden wir jetzt einen ganz schnell hier rüberlaufen. Wir schreiten da. Zusehen. Mein Ende naht. Wenn ich dich sehen könnte, ja? So zum Beispiel. Läuft. Habe ich keine Salze mehr. Das ist schlecht. Die Salze werden recht sparsam ausgeteilt. So. Glücklicherweise regeneriert sich das Schild ja von selbst immer. Na, wo seid ihr? Hast du die Hosen voll, Jungchen? Der Jungchen wird dir gleich ordentlich den Hintern versohlen. Pass mal auf. Schlitzt mich auf, ja. Das wollen wir doch mal sehen. Da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich schaue mich hier lieber erst nochmal um, bevor ich jetzt hier weglaufe. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Wollt ihr mich nicht holen oder so? Hier hinten habe ich viel besseres Terrain, in dem ich kämpfen kann. Auf dich wartet die Hölle. Die Hölle? Junge. Was der alles weiß. Es ist so neblig hier. Ist gar nicht so leicht, ist hier was zu sehen. Huch, nein! Hilfe!
Ich habe gleich keine Munition mehr, das ist das Problem. Aber genug Salze, dann werde ich mal hier den übernehmen. So, der erledigt hier nämlich den Rest. Genau zwischen die Augen. Der muss auch kaputt gehen. Also es wird angezeigt, dass er getroffen wird, aber rein tatsächlich bekommt er gar keinen Schaden. Warum nicht? Doch, nur ganz wenig. Ach, das kann ja was werden, ey. So, den nehme ich auch noch mit. Jetzt ist der Kollege gleich nämlich wieder umgestimmt und schießt auf mich. Muss auf jeden Fall näher ran. Dann kann ich dem auch irgendwie ans Leder. Hier hinten ist nichts mehr. Einfach mal einen gewagten Sprung nach vorne. So. So funktioniert es sicherlich. Boah, wie viel hält denn der aus, bitte? Ja, gut. Dann lassen wir den einfach so. 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 Bisschen Munition. Noch ist der Kollege auf unserer Seite. Wo ist denn der nächste Haken? Ich brauch den Haken! Oder auch nicht, das geht auch so. Ja, der schießt jetzt noch fleißig auf uns. Wir sind aber gar nicht mehr da. Duke Nukem 3D habe ich auch schon. Wurde gerade im Chat gefragt. Das Neue, die Neuauflage sozusagen. Oh, was haben wir denn hier Feines? Da werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Aber heute ist Bioshock Stream. Oh, Alkohol. Das ist immer gut, wenn man eine Waffe in der Hand hat. Im Chat ist die Frage, ob ich Katzen mag. Ich bin eher so der Hundetyp. So. Gewalt ist keine Lösung. So sehr ich für Ihre Sache und Ihre Leute bin, es darf kein Blut fließen. Was soll dieser Mann denn tun? So wie man sie behandelt. Das musste ja alles so kommen. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Ich habe nicht mehr viel Salze. Das ist er. Das ist der Gesuchte. Hallo. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Seien Sie still.